Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Let's Play Dead Island Riptide mit Ingo Viva. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Genau. Hallo. 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 So, wir sind ja wieder auf der schönen, hallo, sonnigen Insel hier bei Riptide. Das ist die Insel Riptide. Nein, Scherz. Und das ist Dead und ich bin Island. Genau. Ich bin tot und du bist Insel, genau. Genau, ich hab eine Idee. Ja, wir wollen mal gucken, was wir machen müssen überhaupt. Ich guck mal kurz, ob wir überhaupt Aufträge angenommen haben. Warte mal, Quest. Da haben wir noch Weg der Wissenschaft. Den haben wir jetzt gerade freigeschaltet, also wo du auch mit drin bist. Wir können aber auch noch Nebenquests machen, theoretisch. Oder wir machen einfach die Hauptquest weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Hauptquest weiter, weil wir letztes Mal Nebenquest gemacht haben. Genau. Und dort zu müssen wir zu diesem Typen da gehen, glaube ich. Zu Trevor. Nee, Trevor nicht, hä? Zielfach. Ah, nee, die Frau müssen wir ansprechen, hier. Hallo? Okay, dann rede ich mal mit der. Genau, mach mal. Research on how viruses mutate when they come into contact with external factors. And sure, he might be a tad eccentric, but who isn't these days? Yeah, well, you better be right, because I've had my fill of crazy-ass scientists doing crazy shit. Trust me, he's a good man. He wouldn't harm a fly. Are you ready to go? So, Weg der Wissenschaft. Erkunde das Forschungslabor und suche nach Dr. Kessler. Wir kriegen als Belohnung eine Harpune. Oh, geil. Coole Sache. Drei Totenköpfe von 5, drei Sterne von 3 Sterne von 5. Das geht doch. Dann nehme ich mal an. Ja, mach das mal. So. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der Dr. Kessler in diesem komischen Meteorologen-Dings uns da war, diese Kuppel da. Ach, das Ding. Da kann ich mir vorstellen, dass er da ist, ganz ehrlich. Das stimmt. Haben wir noch unsere Autos an der Straße stehen? Ich muss halt mal kurz auf die Karte gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da oben, ja stimmt, Straße. Müsste das gehen. Ach, du bist ja schon durchgelaufen. Scheiße, mein Spiel ist abgestürzt. So, da sind wir wieder. Mein Spiel ist abgestürzt. Ich habe ganz schnell wieder angemacht. Ist natürlich klar. Wo hast du denn draufgedrückt auf welche Taste? Ich habe auf gar keine Taste draufgedrückt. Ach so. Ist einfach abgestürzt. Aber das Spiel, ich bin tot. Das Spiel sollte ja Probleme haben, ne? Hat man ja so manchmal gehört, dass das wirklich so... Das auf jeden Fall schon nicht. Auch bei Dead Island 1 hatten wir ja auch Soundprobleme und all so ein Scheiß. Ja, ja, Absturz jetzt unbedingt nicht, aber... War schon doof. Ja, es ist schon scheiße, wenn man... Bam! Kopf ist doch dran geblieben, ey. So, wo ist denn meine Machete? Da ist meine Machete. Ich hoffe, das stürzt jetzt nicht gleich schon wieder ein. Lauf die Bitze nicht vor. Ja, ich habe Angst. Ja, das hat immer schon mal so Probleme gehabt, ne? Komisch. Das stimmt. Also, auch mit der Kartenmarkierung. Wo bist du denn? Ach, das hört man sich nicht in dem Schiff verstecken kann. Kannst du nicht. Ich wollte dich erst abhängen. Abhängen? Wieso abhängen ist doch, wenn du weg wärst? Ja, abhängen. Och. Warum leben die immer wieder hier oben, ey? Mir fallen denn immer diese komischen Creeper. Oh, oh. Irgendwo ist er. Ach, da. Du hast den. Wow, hat er mich erschreckt. Ja, so ein Creeper, ey. Ja, der sollte mal explodieren, lieber. Ja, du musst nah dran gehen. Dann zündet er sich selber. Ja. Ist voll der Terrorist. Scheiße. War zu. Swin. Ich bin nah dran gegangen. Ah! Jetzt ist er kaputt. Oh, ich habe kein Leben verloren. Das Gute ist, dass er auch seine eigenen Brüder und Schwestern umbringt. Ja, ist doch normal, ne? Immer ist wieder Geld drin in den Dingern hier, ey. Ja, ob's. Ey. Jetzt ist die Kartenmarkierung auf der anderen Seite, aber. Boah, scheiße. Boah, ich lauf einfach. Kacke. Zitronensaft hat die bei sich. Oh, da kann ich einen leckeren Salat vormachen, ey. Will das jemand? Nein, eigentlich nicht. Boah, du hast immer wieder gut mal zu zocken, ey. Ohne Spaß.
Also halt Dead Island jetzt, in dem Sinne. So, wo sind denn unsere Autos? Das gibt's doch nicht. Hatten wir hier nicht Autos hingestellt? Das ist doch kacke. Scheiß Gea, ey. Hast du ihn? Ah, ja. Dann ja, mein Knüppel, der ist voll fett, ey. Also, du weißt, welchen Knüppel ich meine, den ich jetzt trage hier. Ja, ja, klar. Der andere ist ja nicht so. Du Penner, ey. Ah, immer meine Ausdauer, ey. Das kann ja nicht jeder einen dicken Schallknüppel haben, ne? Das ist es ja. Ich glaube, sowas wollen unsere Leute nicht sehen, die sowas gucken, ja. Ich habe ja nichts von zeigen gesagt. Nicht zeigen, ich meine jetzt hören. Ja. Alter, wo sind unsere Autos? Die müssen gleich da hinten irgendwo kommen, also auf jeden Fall. Bam! Jetzt schon wieder so ein Schwert bei, so ein Messer, meine ich. Ja, die Frauen haben irgendwie... Das haben die, glaube ich, immer in ihren Handtaschen mit drin, ey. Handtaschen bei Frauen, das ist, glaube ich... Da ist ja alles drin, da ist ja ein Haarföhn, Glätteisen... Gehen wir jetzt überhaupt richtig? Ja, ja, wir müssen ja, doch, wir gehen richtig, ja. Dahin kommen Autos. Da ist ja alles drin. Glätteisen, Haarföhn, Schminke, Waffen... Das stimmt, ja. Geld... Alles. Tampons. Das, ne, das ist ja das Geile, die haben eine Handtasche und dann gleichzeitig noch ein Portemonnaie. Ne, da kommen Rentner. Die Männer. Eins. Was denn mit? Die Männer haben gar... Nur ein Portemonnaie. Nehmen auch keine Handtasche. Ich glaube, wenn Männer Handtasche tragen, würden sie auch was drin haben. Oder? Es gibt ja Männer Handtasche, manche haben es ja. Ja, das haben aber auch nur die Männer, steig die ein. Ne? Die ein bisschen anders, ne? Aber willst du fahren? Ja, klar. Oh, mach mal. Dann fahr mal. Ich mach die Karte auf und dann werden wir sehen. Ob wir falsch fahren oder? Nee, nee, fahren auch immer noch richtig. Immer geradeaus jetzt. Genau, die Straße, genau. Immer noch weit. Ey, der kann nicht mehr linken. Boah, der kann nicht linken. Kann nicht linken. Ich seh's jetzt leider nicht. Ich guck jetzt gerade auf die Karte. So, jetzt nach links oben. Ja, warte, der lenkt nicht. Der lenkt nicht. Der lenkt nicht. Da. So, jetzt geradeaus fahren, genau. Huch. Was ist denn los? Ich sehe jetzt, wie gesagt, nur die Karte. Ja, ich habe Scheibe. Kommt. Immer der Straße folgen und gleich noch immer weiterfahren. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. So, und jetzt links wieder. Ja, ich sehe es doch. Und da ist doch aus. Ja, das ist hier, dieses Gebäude. Das ist das, was ich meinte. Ach so. Gut, ich muss mal kurz, ich bin aufgeladen. Ach, Update meine ich. Boah, der Knüppel ist so fett, ey. Meine Machete ist geil. Ein besseres Auto, glaube ich, ne, oder? Weiß nicht, auf jeden Fall können wir jetzt... Ich mach offen. Ja, ich muss einmal kurz nochmal hier meine Fähigkeiten. Ich bin aufgestiegen wieder. Warte drauf, dass andere Spieler fortfahren. Ach, du musst in den... Vorsicht, Zombie, 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 Zombie. Ja, kommen überall welche jetzt. Aber was nehme ich denn jetzt mal? Jetzt nehme ich mal meinen... So. Warte. Kommst du mit? Jo, ich bin da. Und rein. Mal gucken, was passiert. Wissenschaftsschnusch des Tages. Des Tages. Klassiker Ziele auf den Kopf. Ja. Was machen wir denn die ganze Zeit? Behalte deine Feinde gut im Auge. Hä? War hier nicht gerade auf dem Bild noch eine Halle daneben? Und nicht der Berg? Hä? Aber das ist also... Guck mal die Karte mal angucken. Ach, das ist... Ah, gibt's gar nicht. Aber ich würde mich gerne erstmal hier kurz umschauen. Ich will hier hoch. Ich glaube, da hoch kannst du nicht. Mal gucken, vielleicht sind da Zombies hier... Boah, es sieht... Ach, du Scheiße. Ich könnte mir vorstellen, da drin sind richtig übelst dicke Zombies. Mein und vielleicht Energy Drink. Und vielleicht auch Schusswaffen. Oh, das würde ich ja so feiern, wenn jetzt Schusswaffen hier wären, ganz ehrlich. Scheiße, was habe ich denn da? Ja, ich gucke mich gerade woanders um. Hier kann man nicht durchgehen. Ah, ich bin jetzt einfach um das Gebäude einmal drüben gelaufen. Ach, du auch. Ja, ich bin dir gefolgt, weil ich will nicht alleine irgendwo... Oh, da blinkt was. Warte mal, da blinkt was. Das ist... Was ist das? Feuerzeuggas, okay. Mal gucken, ich gehe mal... Oh, hier ist ein... Boah, ein Hammer, aber ein hinfälliger, Stufe 27. Freunde. Sprechanlage. Darf ich sprechen? Mach mal. B-
Pizza Service. What do you want? I need your help, Kessler. Please let me in. I am busy doing serious research here. I have no time for visitors. Leave me be. Sir, it's about that research. I read your study on Kuru disease and I thought it was right on target. I just have a few questions about it. I swear I can't get a moment's peace around here. Very well, come in. Ich habe irgendwie da. Oh, ich darf aufsteigen. Warte, bevor wir reingehen. Ja, mach. Ich habe irgendwie das schlechte Gefühl, dass da irgendwas passiert, was uns nicht so gerade erfreuen wird. Ich habe keine Ahnung. So. Fertig? Lass es mal rein. Genau, geh du mal vor. Ah, da ist wieder eine Klaue. Mal gucken, was hier alles so gibt. Golfschläger, nee. Das ist langweilig. Jetzt zum Golf. Alkohol. Zeitungsartikel über Kesslers. Boah, guck mal hier. Oder? Nee, warte mal. Nee, das ist das Sofa, nur das sieht so ekelhaft aus. Fleisch. Im Kopiererfleisch. Ja, hab ich auch grad. Wow, Alter, das hier. Da geil. Ist er. Der alte Mann. Oh, nee. Was ist das denn? Ach, du Scheiße. Ihr geht. Den müssen wir schon umbringen, wetten? Ja, klar. Hast du eine Schusswaffe? Nee. Bestimmt hier drin irgendwo, hier in dem... Was ist das denn da? Öffnen noch nicht, ne? Erstmal mit ihm reden, oder? Ja, mach ich. Oder erstmal umschauen, wo wir noch Zeit haben. Ja, wenn es hier nicht rausgeht. Ne, denn wir müssen das öffnen gleich. Das Türchen. Hier ist eine Schleuse mit so komischen Anlagen. Ja, dann lass lieber... Geheimakte. Oh. Okay, red mal mit ihm. Ich red mal. I heard you know a way to Henderson through the old Japanese tunnels. There aren't any tunnels. Now get out of here. I am a scientist, not a tour guide. Stop wasting my time. Marcus Villa told me about the tunnels. Now, just tell me what I need to know. You saw Marcus? I haven't seen him in ages. He was brilliant, you know, in his own way. But let us just say there are reasons we no longer work together. Very good reasons. Yeah, well, he tried to eat me, so hearing that you kicked him to the curb isn't a huge shock. He wanted to eat you? That doesn't make any sense. Sure, he went to live with the natives, but they've always struck me as peaceful people. Perhaps he was worse off than I even imagined. But that does not explain why he would resort to cannibalism. I'm immune to the plague, and he thought my flesh was the key to a cure. Wait a moment, are you saying that you are immune to what's happening out there? Well then, this certainly changes things, doesn't it? Yes, I'm afraid it does. Yeah, I have a map that you should find helpful. But if you want it, you need to help me with something. I have been researching this disease for many years now. Kuru has been endemic to the indigenous people here for centuries. This outbreak is one of many. And each incident is a little different, as is the trigger that reawakens the plague. It's truly remarkable how this prion disease adapts and changes, how it mutates when exposed to external factors, the speed at which it affects the host organism. Astonishing, really. But science can be unpredictable. Dangerous, even, you understand? Yeah. Yeah, I can see the bodies from here, Doc. A truly unfortunate accident, one that was largely the fault of my assistants. I assure you, I had very little to do with what happened out there. Yeah, yeah, tell someone who gives a rip. What do you want from me? I am merely trying to make it clear that I am not an evil man. In times such as these, it is easy for men of science to be blamed, persecuted for their actions. Especially by people who possess lesser minds. My four assistants were in possession of some reagents, chemicals contained within vials. Unfortunately, those vials are out there in the greenhouse. Bring them to me and I will give you the map. Do we have a deal? Oh mein Gott. Hilft Dr. Kessler bei seiner Forschung. 4 von 5 Sternen. Wow. Betäubungspistole als Belohnung. Sehr schön. Oh, müssen wir machen. Ja, natürlich, klar. So, die Hauptmission. Kill all four of them in order to secure the vials. But there is no saving them now. You will be putting them out of their misery.
Find that map and have it ready to go. So, jetzt haben wir natürlich keine Waffen, so richtig coole Waffen. Sieht man die von da draußen? Na, ich gucke auch schon. Dort da, oder? Da liegt einer. Ich glaube, die